Es gab einen Mann, er hat sehr, sehr schwer gearbeitet. Er hat Überstunden genommen, hart gearbeitet, um seine Familie zu ernähren. Und er hat eine Ehefrau gehabt und diese Ehefrau aber, sie hat ihm nie ein ordentliches Essen vorbereitet. Jedes Mal zu Mittag, wo er nach Hause kommt und hungrig will etwas essen, das Essen ist nicht vorbereitet. Er muss sich selber irgendwas machen, ein Spiegelei, irgendein Sandwich nehmen. Und so hat er gearbeitet. Tag und Nacht arbeitet er und ernährt hat er sich von seinen eigenen Händen, hat er sich selbst Sachen vorbereitet. Eines Tages, er geht auf dem Weg nach Hause und auf dem Weg geht er an einem Shawarma-Geschäft vorbei und das Geruch vom Shawarma geht ihm in die Nase rein. Er denkt sich, Shawarma. Er denkt sich, heute gönne ich mir etwas. Wie lange kann ich jeden Tag hart arbeiten und ich komme nach Hause immer Spiegelei oder irgendein Sandwich. Heute will ich mir mal ein ordentliches Essen essen. Es reicht einmal im Leben. Mir gönnt auch etwas. Er bestellt sich gleich zwei Portionen Shawarma, isst sich voll mit diesem Shawarma, genießt diese Shawarma. Nachdem er fertig gegessen hat, er hat Birkat Amazon gesagt, geht nach Hause. Er kommt nach Hause, macht die Tür auf und plötzlich Überraschung, seine Frau hat ihm eine Überraschung gemacht. Sie hat ihm endlich nach einer langen, langen Zeit, hat sie ihm ein Mittagessen vorbereitet. Sie sagt ihm, mein Mann, ich sehe jeden Tag, du arbeitest hart, um mich zu ernähren. Und ich bin keine besonders gute Frau, ich bereite dir nie etwas ordentlich zum Essen vor. Heute habe ich mir genommen, dass ich dir etwas vorbereite. Er denkt sich jetzt, oh, ich bin vorbereitet, trotzdem. Ich werde versuchen jetzt zu essen. Aber das Problem ist, diese Speise, die seine Frau ihm vorbereitet hat, das war eine milchige Speise. Und jetzt vor 2 Minuten hat er es gegessen, Shawarma, fleischig. Er muss 6 Stunden jetzt einhalten. Und er hat begonnen, sich jetzt Gedanken nachzudenken, was soll er jetzt machen. Wenn er jetzt seiner Frau erzählt, dass er jetzt woanders gegessen hat, seine Frau, sie hat ihm eine Überraschung vorbereitet und er hat woanders gegessen. Es kann sein, dass es vielleicht zu einem Streit kommt. Schlumm bald, was sehr, sehr wichtig ist. Denkt er sich und er macht sich jetzt Gedanken und Rechnungen. Er denkt sich so: Es steht doch geschrieben, Gott hat erlaubt, seinen Namen zu löschen, obwohl es ein Verbot ist, Gottes Namen zu löschen. Steht es im Talmud geschrieben, dass Gott hat erlaubt, seinen Namen zu löschen, um den Frieden zu Hause zu erstellen. Das heißt, damals zur Zeit von Beit HaMikdash, als der Tempel noch stand, gab es so, wenn ein Mann einen Verdacht über seine Frau hatte, hatte er sie zum Beit HaMikdash gebracht. Dort hat diese Frau von einem Wasser, das in diesem Wasser, man hat geschrieben zuerst einmal auf ein Pergament, hat man etwas geschrieben von der Tora, einen Absatz von der Tora mit Gottes Namen. Diesen Absatz von der Tora hat man in diesem Wasser gelöscht. Löscht. Ein Verbot, das man normalerweise nicht machen darf. Man darf Gottes Namen nicht löschen. Das ist ein Verbot der Tora. Und man hat diese Frau von diesem Wasser trinken lassen und so, damit der Mann nachher keinen Verdacht über seine Frau hat. Er denkt sich jetzt, Moment, laut der Tora gibt es ein Verbot, dass man kein Gottes Namen löschen darf. Doch für den Frieden hat Gott erlaubt, seinen heiligen Namen zu löschen. Ein Verbot der Tora hat Gott erlaubt. Jetzt, ich habe jetzt gerade gegessen Shawarma, das ist von einem Hühnerfleisch. Nach Hühnerfleisch darf man auch keine milchige Sachen essen. Man muss auch 6 Stunden warten. Aber dieser Verbot ist ein Verbot der Weisen, ist kein Verbot der Tora. Ist genauso hart, genauso verboten, aber trotzdem ein Verbot der Weisen. Er denkt sich jetzt, da bei dem Verbot der Tora ist es erlaubt, den Namen zu löschen, ein Verbot der Tora zu begehen, um den Frieden zu Hause zu erstellen. Vielleicht und sogar noch mehr, in so einem etwas leichteren Verbot würde es vielleicht auch erlaubt sein. Gedacht, getan, also er denkt sich, okay, das ist erlaubt und hat diese milchige Speise gegessen. Im Nachhinein, das, was man normalerweise nicht machen sollte, im Nachhinein kommt er zum Rabbiner und fragt ihn die Frage jetzt. Ich habe dies und jenes gemacht. War das richtig oder falsch? Zwei Fehler hat er begangen. Den ersten und größten Fehler hat er begangen. Sobald du dir unsicher bist in etwas, musst du zuerst fragen und dann machen.
Nicht im Nachhinein, aber auch das, okay, im Nachhinein hat er gefragt. Jetzt weiß er zumindest für später, was er machen soll. Der zweite Fehler, man kann das sowas nicht zusammen lernen. Das Ganze, was erlaubt worden ist, für den Frieden zu erstellen, das war nur diese eine Sache, Gottes Namen zu löschen. Man soll jetzt daraus nichts lernen, keine neuen Sachen lernen. Aha, das heißt, wenn das verboten ist, vielleicht wird mir noch das andere auch, wenn das erlaubt ist, wird auch das andere erlaubt. Und wenn das andere erlaubt ist, umso mehr, dass das andere erlaubt ist. Nein. Das ist Aselecharab, bis der Leck Minasafek. Mach dir einen Rabbiner und verschwinde vom Zweifel. Du hast einen Zweifel, ruf den Rabbiner an. Frag einen Rabbiner, was soll ich jetzt machen? Ist das richtig oder da? In seinem Fall, es war ein Fehler. Er durfte es nicht essen. Er durfte es nicht essen, denn das Ganze, was erlaubt war, das war nur Gottes Namen zu löschen, obwohl es ein schlimmes Verbot ist, aber dieses Erlaubnis steht direkt in der Tora geschrieben. Was anderes steht nicht geschrieben. Das heißt, nur das, was geschrieben ist, das ist erlaubt, nicht mehr. Deswegen, man soll nicht zu gescheit sein. Man soll zwar denken, aber Sachen, wo du einen Zweifel hast, sollst du einen Rabbiner fragen. In seinem Fall, was er doch machen sollte, in seinem Fall sollte er sagen, dass er zum Beispiel, ja, als Beispiel jetzt, dass er jetzt in eine Brit Milah eingeladen worden ist auf dem Weg und hat dort etwas gegessen und jetzt deswegen kann er diese milchige Sachen nicht essen. Das heißt, es steht geschrieben, Mutar leshanot mipnei shalom. Man darf nicht lügen. Man darf nicht lügen für den Frieden, sondern man darf nur ein bisschen wechseln, ein bisschen von der Wahrheit abweichen für den Frieden, um den Frieden zu erstellen. Und die Ration, dass Gott uns allen einen Frieden erstellt, zu Hause und überall, Generation, wenn man mal